Herzlich willkommen, allen Freunde, zu Animal Crossing New Horizons. Heute ist der 7. April. Habe ich A gedrückt? Ich glaube schon. Ich hoffe es. Melinda, komm her. Wir wollen nämlich schnell starten. Vielleicht gibt es heute Nacht, Abend noch eine Folge. Mal schauen. Weil ich habe jemanden gefunden, der auch bereit ist, mal hier mit mir herumzureden. Toll, oder? Super, super. Der würde uns dann unsere Insel zeigen und sowas. Wer es ist, verrate ich euch noch nicht. Ich kann euch sagen, das ist sein erster Auftritt hier auf meinem Kanal. Also Leon ist es nicht. C2Note ist es nicht. Der Niklas ist es nicht. Ja. So. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der 7. April, 9.22 Uhr auf Nimmerland. Oh, heute hat Moritz Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, Melinda. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. So, die Geburtstage in Animal Crossing liefen eigentlich immer gleich ab. Dass dann tatsächlich Besuch kam. War ganz lustig. Oh Gott, da steht schon jemand. Da bist du ja, Moritz. Also gut, Lieblingsfreund. Dann lass uns mal los. Wohin? Das siehst du schon noch früh genug. Okay. Oh, zu Jessie. Hallo? Hallo, hallo? Happy Birthday! Oh, guck mal, Jessie hat ein Kleid an und die beiden in Smoking. Oh mein Gott. Ich habe für dich im Geheimen eine Geburtstagsparty geplant. Da staunst du was. Oh, ich find's auch nett, dass du Pamela nicht eingeladen hast. Und alle haben dicht gehalten. Also, nun stell dich hübsch vor die Torte, wünsch dir was und puste die Kerze aus, indem du A drückst. Okay. Ah, die singen. Fotomodus. Und X. Was war das hier? Anfeuern? Zufriedenheit. Haha, er. Was war er? Ah, da haben wir ein Foto. Machen wir noch eins? Perfekt. Perfekt. So. Badam! Oder war ich zu spät? Egal. Wuhu! Happy Birthday! Wir haben zusammengelegt und dir was Schönes gekauft. Hier, bitteschön, Moos. Eine eigene Krone? Wir haben uns lange den Kopf darüber zerbrochen, was wir dir schenken könnten. Aber keine Sorge, du wirst unser Geschenk lieben. Da gehe ich jede Wette ein. Oh Gott, ich habe Angst. Ich hab's extra hübsch für dich eingepackt, aber reiß es ruhig auf, kein Ding. Oh, fast hätte ich's vergessen. Ich hab da ja noch was für dich, eine kleine Überraschung. Warte kurz hier, Moritz, ich muss etwas noch vorbereiten. Okay. Jetzt schau mal schön nach oben. Oh, eine Pinata! Tada! Und gefällt sie dir, deine Mega-Überraschung? Guck mal, Moritz, was da von der Decke baumelt. Eine Pinata von uns für dich. Und Achtung, halt dich fest, wenn du die Pinata kaputt haust, purzeln weitere Geschenke raus. Also immer feste drauf, mit ordentlichen Schmackes. Einen Stock hast du ja jetzt. Dann lass es ordentlich krachen. Es gibt Pinatas. Das wusste ich ja gar nicht. Ich gucke aber erstmal das Geschenk hier an. Geburtstagsdeko. Toll, danke schön für dieses Geschenk. Wo ist denn meine Pinata hin? Ich hatte doch einen Stab, oder nicht? Wie geht das? Okay, ich hole erstmal meine Meilen. So. Wo sind meine Meilen? Da. Herzlichen Glückwunsch. Super, danke schön. 2000 bekomme ich. Das ist sehr nett. Wie geht das? Du musst volle Kanne auf die Pinata eindreschen. Und zwar so schnell, du kannst... Okay. Achso, ich hätte sie anlabern müssen. Okay. Nicht vergessen, ein bisschen streichen reicht dir nicht. Du musst feste draufhauen. Wenn ich lossage, dann drückst du so schnell wie möglich A. Also gut, Moritz, bereit. Und...
Ich drücke A, Leute, ich drücke A. Ich fühle mich hier ein bisschen bescheuert. Oh Gott, ey. Wuhu, der Pinata hast du es aber richtig gezeigt. Geburtstagscupcakes für dich. Fiep. Diese Geburtstagscupcakes sind unser Geburtstagsgeschenk für dich. Mann, ne ganze Menge, was? Die kannst du dir ja wohl nicht ganz allein reinziehen. Teil sie doch mit deinen Freunden, die würden sich sicher dolle freuen. Und? Das war's, na was sagst du? Eine echt amtliche Party, oder? Der Rest von deinem Geburtstag geht hoffentlich genauso ab, Baby. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nett. Ja, war sehr nett. Sebastian hat richtig viel Arbeit. Wir haben uns aber auch echt Mühe gegeben. Du hättest mal dein überraschtes Gesicht sehen sollen. Auf die Pinata einzuklopfen hat doch bestimmt total viel Spaß gemacht. Du hast ja auch massenweise Geburtstagscupcakes gekriegt. Brauchst du vielleicht meine Hilfe als Futter beim Auffressen? Happy Birthday, Moritz. Ich wünsche dir viele schöne Sporterlebnisse. Ich muss weg. Gehst du schon, Moritz? Das heute war mit Abstand der beste Tag seit langem. Wir müssen nächstes Jahr unbedingt wieder eine fetzige Party schmeißen. Ja, ich hoffe, das Nashorn ist aber bis dahin weg. So, jetzt habe ich es ausgesprochen. Ja, heute, ne, ist halt mein Geburtstag, Leute. Und das ist das erste Mal, dass ich meinen Geburtstag allein zu Hause feiere. Ist das nicht traurig? Ja, ist es für alle. So, okay, Geburtstag haben wir abgehakt. War nett. Wir gucken uns mal eben die Geburtstagsdeko an. Oh, cool. Sieht cool aus. Wir haben Post hier. Mal gucken. Mama, ein weiteres Jahr ist vergangen und du bist wieder ein Jahr älter. Vielleicht schmeckt dir inzwischen sogar Brokkoli. Nee, tut es nicht. Sei es drum, für mich bleibst du immer mein kleines Baby. Ah ja, ich hoffe, du hast mir Geld in die Tasche gesteckt, ja? Sonst... Und bitte keine Geburtstagsdeko, danke. Kuchen von Mama. Okay, sehr schön. Sehr schön. Hier haben wir noch Pfirsiche, die nehmen wir, glaube ich, direkt mal mit. Gestern, nach meiner Aufnahme, glaube ich. Was, nach meiner Aufnahme? Ich glaube schon. Gab es wieder ein Update. Und zwar wurde das Oster-Event jetzt ein bisschen genervt. Es kommen weniger Eier. Bis zum 11. Und ab dem 11. gibt es dann nochmal... Geht's nochmal ab, Leute. Da geht's nochmal ab. Aber ich glaube, ich habe alles... Ja, ich glaube, ich habe alles. Kirschenlampe habe ich, glaube ich, schon, ne? Ja. Hab ich schon. Da war ein Kreuz. Da gehen wir gleich mal schnell hin. Ja, und da heute zwei Parts kommen, habe ich mir gedacht, dass wir heute nur auf den Inseln herumwandern. Und das tägliche Geschäft machen und morgen dann weiterbauen an der Insel. Weil ich habe mir jetzt gerade keine Gedanken gemacht. Achso. Nee, ich muss 50.000 sammeln, damit die Katze da oben mal eben umzieht. Genau, das müsste ich machen. Oh nee, da waren Ei drin, ne? Oh, Mann, wieso? Wieso ist einfach auf, wenn die Frau bleibt um? Und diese Pflanzensachen, die gibt es nie zu sehen oder so. Ich kann den Text gar nicht. Naja. Ich kann mir ja selbst herzlichen Glückwunsch, vorsingen. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Happy Birthday, lieber Moritz. Happy Birthday to you. So, Os. Türkranz habe ich schon. Boah, ich auch nicht. Boah, ich bekomme hier nur noch Rezepte, die ich habe. Ich frage mich eh, wie viele Rezepte es überhaupt gibt in dem Spiel. So, da haben wir auch niemanden. Da hätten wir ein Kreuz, habe ich gesehen. Es ist eigentlich kein Kreuz, das ist ein Stern. Oder? Ja, ist schon ein Stern eigentlich. Dann gib mal her.
Alter, Junge, ich hab gedacht, ihr werdet genervt. Bestimmt wurde nur das Angeln genervt. Es ist ja hier wieder sehr, sehr belastend und nervig. Nervig. Oh, ich bin schon wieder müde. Naja, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich wollte auch mein Handy im Blick haben. Weil mich hat schon jemand um 8 Uhr angerufen, ja. Da dachte ich mir so, hallo Junge, ich schlafe. Da gehe ich Licht an. Und letztes Jahr war schlimmer. Da hat mich meine Stiefmutter um 6:30 angerufen. Da dachte ich mir so, hallo, geht's noch? 6:30? Aber diesmal hat sie erst um 8 Uhr angerufen. Das ist etwas akzeptabler, aber ich bin trotzdem nicht dran gegangen, weil ich habe geschlafen, Leute. Ich habe ja auch den Ton ausgemacht, stimmt. Habe ich ja eh nichts gehört. So. Oh, ich bin echt bisschen müde. Wo eigentlich geht's mir relativ gut. Oh, ich habe gestern 2-mal selbstgemachte Pommes gemacht. Im Backofen. Die haben zwar circa 40 Minuten gedauert und die Zubereitung vielleicht so 30. Aber, oh, mega geil, ey. Ihr müsst einfach nur 600 Gramm Kartoffeln. Am besten 800 Gramm Kartoffeln mit Schale halt, ne? Und wenn man die dann abgemacht hat, dann sitzen da 600 Gramm. Die in einen Gefrierbeutel oder in eine Tüte tun. Und dann da 4 Löffel Olivenöl rein. Dann könnt ihr da noch ein bisschen Gewürz rein. Salz will ich erst am Ende machen. Ich habe da zum Beispiel Zwiebelpulver ein bisschen reingetan. Für ein bisschen halt, ne? Und dann matschen. Matschen, matschen, matschen. Man kann auch Thymian reinmachen. Soll auch sehr lecker sein. Aber ich habe Thymian nicht hier. Deswegen ging das nicht. Ja, und das soll richtig lecker sein. Ist es auch. Ich habe es ausprobiert. Dann, wenn ihr das alles so zermatscht habt und so, dass die Marianne. Oh Gott, scheiße, ich komme gerade nicht auf den Namen. Die Maniare? Nee. Mandiare? Boah, wie nennt man das? Panade. Sagen wir Panade, ja? Marinade. Marinade, glaube ich. Genau, boah, alter Schwede, ey. Nee, ich sag das Wort nicht. Auf jeden Fall müsst ihr dann die Kartoffeln-Dinger auf das Blech tun. So, aber die müssen alle den Boden berühren. Deswegen auch nur 800 Gramm machen. Sonst passt das nicht auf dem Blech. Ist ja dann, ihr macht 2. Ne, dann wird es natürlich passen. Ja. Und dann für 20 Minuten auf 180 Umluft stellen. Dann einmal umdrehen und dann nochmal 20 Minuten. Also ich habe 18 Minuten gemacht, weil ich hatte Angst, dass sie schwarz werden. Ja. Ne, und dann sind sie fertig und richtig lecker. Nach den 20 Minuten tue ich da meistens schon ein bisschen Salz dran, damit das auch besser kleben bleibt. Guck mal hier, ich habe hier schon mal ein paar Designs gemacht. Oben steht King und unten steht M. Und hier habe ich so ein, oh Gott, wie nennt man's? Kartenkleid. Ich habe versucht, Herzen, Pik und Kreuz und Karo darzustellen. Ist ein bisschen schwieriger als gedacht, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Aber es hat mir doch Spaß gemacht, irgendwas da zu designen. So, was haben wir denn? Oh, Rapperjacke. Wenn dann in Rot. Hippie-Hemd. Samurai-Rüstung. Die kaufen uns auch die Samurai-Rüstung. Das machen wir auf jeden Fall. Hamburg-Kleid. Ist das denn hier eigentlich Drachen-Outfit? Das ist auch süß, ne? Ach, was ist das denn hier für eine Mütze? Patchwork Sommerhut. Schweißmaske. Die brauche ich. Gürkchen. Gürkchen sind auch cool. Zeig mal her. Ja, komm, kaufen wir mal so. Die Samurai-Rüstung hätte ich auch noch ganz gern. So, lass mich nochmal rein, Tina. Ach, mit Sina müssen wir reden.
Ich jetzt fast vergessen, wie ich die in weiß oder in schwarz? Oder vielleicht in rot? Ich finde die, glaube ich, so ganz cool. Ja, so finde ich es ganz cool. So, danke schön. Ach, scheiße, ich habe den Rock gekauft, oder? Sieht so aus. Sieht so aus. So, was habe ich denn hier? Katalogstöber. Super. Nochmal 2000. Nochmal 2000. Hallo Sina. Willkommen, Moritz. Entschuldige, ich kann wie üblich die Arbeit nicht unterbrechen. Wir sind da nur zu zweit hier im Laden. Da kann ich nicht einfach Pause machen, um zu plaudern. Ich hatte dir schon erzählt, dass in unserer alten Schneiderei auch Mina gearbeitet hat, nicht wahr? Sie ist sehr fleißig und hat sich als Modedesignerin sehr gemacht. Wir sind mächtig stolz auf sie. Bevor sie Freiberuflerin wurde, war Mina auch mal bei einer berühmten Modedesignerin in der Lehre. So könnte man es nennen. Wir drei Schwestern haben lange nicht mehr zusammen gewohnt, leider. Ach ja, schöne Zeiten waren das. Manchmal hing zwar der Haussegen schief, aber es war immer was los. Tina, einmal hast du ein Eis verputzt, das Mina extra hinter den Erbsen versteckt hatte. War die sauer. Hey, erzähl sowas doch nicht, wenn Moritz hier ist, Schwesterchen. Hihihi, kleine Revanche für deine kleinen Gemeinheiten zuletzt. Jedenfalls ist es schon etwas traurig, dass wir jetzt wieder getrennt voneinander leben. Aber es ändert nichts daran, dass Mina unsere volle Unterstützung hat, um sich ihren Traum zu erfüllen. Absolut, Schwesterchen. Letztendlich ist Minas Traum ja nun auch unser Traum. Oh, das haben sie echt schön gesagt. Wirklich. Ich sag aber nur Bye-bye. Bye-bye, Tina und Sinna. Wir müssen jetzt mal eben hier Sachen einkaufen. Und zwar oben. Oh nein, der Weg ist ja echt weg. Schade. Schade, schade. Der Weg ist leider echt weg. Ach, Mann. Das finde ich schade, echt. Hallo, Nepp und Schlepp. Wie viel Platz habe ich? Ich habe noch genug Platz. Ich kaufe eure Webband oder Spinnrad, nehme ich. Und den Generator? Ist das ein Generator? Ja, ne? Ja. Den kaufe ich auch. So, ich hätte gern mindestens 2000 wieder, ja? Und die Filmapparate hätte ich auch ganz gern. Den Filmprojektor nehme ich. Nehme und was haben wir denn hier? Hier hätten wir auch eine Asienwand, die will ich auf jeden Fall. Nehme ich. Was ist denn das dritte? Sind das Säulen? Weiß ich nicht. Gucken wir uns an. Und Rot Arte Deco. Nee, danke. Nepp. Ich wollte eigentlich mit Schlepp reden. Höhenpreise, bitte. 64. Das ist ja mal wieder gar nichts. Ist ja mal wieder gar nichts. So, nimm mal den Müll hier an. Das. Das behalte ich. Habe ich alles? Ja, ne? Ja. Oh, da hast du ja einiges für uns dabei. Ich rechne es mal kurz durch. So, insgesamt bekämst du 38.000. Einverstanden? Ja. Super. Die Firma dankt. Wir hoffen, du wärst uns bald wieder. Ja, das tue ich auf jeden Fall. So, abholen. Und das da. So, dann würde ich sagen, wir verschieben mal eben Minas Haus. Nicht Minas, sondern von der Katze. Dann können wir dann morgen tatsächlich da oben arbeiten. Und die Bank, die kann ich noch ein bisschen weiter nach rechts stellen und links dann irgendwie im Baum oder so. Mal gucken. Guck mal ganz kurz auf der Karte. Ach, KK ist heute wieder da. Wie ist es denn heute da? Ich dachte, er kommt nur Samstag oder so. Keine Ahnung.
Ja, da oben ist Neres da. Wir müssen mal gucken, ob es passt. Lass mich mal hier durch. Dankeschön. Oh, hier, bitteschön. Willkommen in Portal. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie können mir sehr, sehr gut helfen, indem Sie mir einfach direkt die Tickets kaufen. Nuk mein einlösen. Mein Ticket. Ja, einlösen bitte. Wird gedruckt. So, bitte zeigen Sie im Flughafen vor. Ja, mache ich dann. Mach ich dann, ja, auswählen. Und nochmal. Nochmal ein schönes Mein Ticket hier drücken. Super. Dankeschön. Danke, danke. So, dann platzieren wir noch eben Minazas Haus oder wie sie hieß. Möchten Sie noch. Nein. Abbrechen. So, Tom Lucky, komm mal vorbei. Ah, Moritz, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf Herzen? Infrastruktur. Lass uns reden. Ich möchte gern Position ändern. Ein Wohnhaus. Oh gut. Mischka war es, stimmt. Ja. Hab ich, ja, bitte. Du, hallo Mischka, möchtest du anstelle ziehen wollen? Da bin ich sowas von dabei. Ja. Sehr gut. Du kommst jetzt nämlich noch an einen abgeschiedenen Ort. Und es tut mir ein bisschen leid, Mischka, dass du das Opfer hier bist. Es tut mir echt leid, wirklich. Wirklich, wirklich. Aber der Aufgang, der kommt irgendwann dahin, ja? Ja, okay. Sehr gut. Hatte ich nicht im letzten Part irgendwas gebaut? Ach ja, stimmt. Dann können wir den eigentlich auch gleich platzieren. Und hier habe ich immer noch nichts reingetan. Warte, 10.000. Und ausrüsten. Und vergraben. Wir haben hier noch einen Tausender Sack. Mal gucken. In den Geldbeutel, danke. So. Also irgendwie schläft meine Hand die ganze Zeit ein. Ich weiß nicht wieso. Wieso das heute ist. Wieso es überhaupt heute sein muss. Da oben sind auf jeden Fall zwei Dinger. Ich hoffe, eins davon ist ein Fossil. Wenn ja, dann werde ich das andere nicht ausgraben. Okay. Aber vielleicht ist das andere ja doch eins. Deswegen gucken wir da auch mal rein. Oh ja. Guck mal. Ein Glück. Hätte ich das nicht ausgegraben, ne? Dann wüsste ich auch nicht. So, hierhin kommt Mischka. Mischka, guck mal hier herrichten. Zu nah am Ufer, was? Okay, es ist leider zu nah am Ufer. So. Nee, das ist falsch. Also nicht falsch, sondern weniger richtig. Da. Oh, meine Hände schlafen wieder ein. Mann. Ist eigentlich gefährlich, wenn die Hände einschlafen? Beziehungsweise es ist nur mein kleiner Finger. Nur mein kleiner Fingerschläfer. Boah, Alter, diese Baufunktionen. Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. Sie ist so komisch zum Steuern. So. Hier möchte ich aber eigentlich ganz. Obwohl, so ein kleiner Teich? Why not, ne? Why not? So, dann machen wir hier nämlich auch noch zu. Dann machen wir hier so eine Rundung rein. So, bitte rund machen. Hallo? Rund machen. Dankeschön. Ist ja eigentlich niedlich. Eigentlich ist es niedlich so. Ja, so, dann gucken wir jetzt mal eben.
hier herrichten. Oh, Alter. Muss ich jetzt das alles wegmachen, oder was? Ja, mal sehen. Danke. Oh, schlaf nicht ein, Hahn, bitte nicht. Super, so, das hätten wir gemacht. Dann müssen wir den Fluss irgendwann hier nochmal anpassen, wie wir ihn dann machen. Oder wir machen einfach hier wieder ein Loch ein. Das ist, glaube ich, hier kann ich jetzt auch. Ne, kann ich nicht, schade. Aber hier, oh, Alter. Ich hasse das, ich hasse es, Leute. Ich hasse es wirklich. Es ist ein bisschen nervig, wirklich. Wirklich nervig. So. Gut. Das hätten wir, dann gehen wir jetzt mal schnell auf die anderen Inseln. So, da muss ich nachher irgendwann noch die Blumen gießen. Ja, ja. Ah ja, ich habe meine Flagge angepasst, ne, da steht jetzt King. Ne, weil König von Narnia, das bin ich ja natürlich, ne. Ja, das wollte ich hier jedem erzählen. So, hier platzieren wir noch eben die Rezepte. Oh. Ups. Ablegen. Und ablegen. So, viel Spaß. Oh, Pamela, geh weg von mir. Guten Tag, Udo. Bodo. Sorry, ich hab dich verwechselt. Ich möchte fliegen. Roger. Ja. Meilenticket, bitte. Meilenticket. Auf geht's. Oh mein Gott. Mir fällt gerade ein, das war ein Traum. Aber ich habe irgendwas von Pokémon geträumt, ja? Dass die neue Generation für 2021 angekündigt worden ist. Und der Trailer fast genauso aussah wie. Wie irgendein anderer Trailer von Pokémon. Den es aber nur in meinem Traum gab. Aber die Pokémon, die waren besser. Die sahen besser aus. Ja. Komisch. Komisch. Stimmt ja. Der Trailer war ja gar nicht echt. Dachte mir nämlich gerade, worüber können wir denn reden? Über den neuen Trailer vom neuen Pokémon? Aber es kommt ja erst nächstes Jahr. Ja, bisschen komisch. Aber schöner Traum war's. Ja, wirklich. Ich habe mich richtig gefreut auf das Spiel. Ja. So. Noch ein Koala. Oh, ist eigentlich auch nicht so mein Fall. Ich traue mich die gar nicht auszubuddeln, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall Koala möchte ich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich will ich dich nicht, deswegen nehme ich dich jetzt auch nicht. Ich lieb dich nicht. Ich lieb dich einfach nicht. Ich lieb dich nicht. Und deswegen hau ich jetzt ab. Ha. Ah ne, du liebst mich nicht, hieß das, ne? Ja, aber ich lieb ihn ja nicht. Deswegen habe ich das jetzt so gesungen, Leute. Künstlerische Freiheit, würde ich mal sagen. Künstlerische Freiheit. Oh, was mache ich denn, Leute? Schönes. Ich habe keine Ahnung, was ich heute essen soll. Vielleicht schlafe ich gleich auch nochmal einfach weiter. Mein Ticket bitte. Alles bereit zum Abheben. Viel Spaß, auf geht's.
Pfirsich, Dingsy, okay. Ein Affe. Ach man. Ein Fossil. Yeah, über das Fossil freue ich mich tatsächlich. Ja Leute, ich würde dann sagen, ich ernte hier mal alles noch ab. Und dann sehen wir uns vielleicht mit etwas Glück heute Abend wieder. In Animal Crossing New Horizons. Zusammen mit jemandem. Das wäre ganz cool. Mal gucken, ob das noch zustande kommt. Ich bin mir nicht sicher. Weil der arbeitet jetzt gerade noch. Ja. Ne? Also freut euch vielleicht nicht allzu früh. Der, ja, ne? Ist sehr, sehr beschäftigt. Gegensatz zu mir. Ja. Ich muss gleich nur einen Livestream weiterschauen, beziehungsweise Podcast mittlerweile. Ja. Ich glaube, ich habe schon das härtere Leben von uns beiden. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das steckt mir noch weg. Und dann sehen wir uns spätestens morgen wieder. Ich dachte eigentlich, gestern käme wenn ja. Aber irgendwie hat YouTube gedacht, als ich heute Morgen geguckt habe. Nee, wenn ja, haben wir nicht veröffentlicht. Und ich so, was? Wieso das denn nicht? Hallo? Ich hab's doch um 17 Uhr eingestellt. Mann, ey. Ich wollte das Projekt doch beenden. Nach drei Parts. Naja, egal. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.